Projekt. Yay! Ja, und damit herzlich willkommen zum YouTube Summertime-Projekt. In den nächsten Wochen werden wir uns hier auf Summer Island, so habe ich die Insel jetzt einfach mal getauft, ein bisschen ausbreiten. Wir sind einfach mal ein paar YouTuber, die sich hier zusammengetan haben und jetzt einfach mal hier so ein bisschen was aufbauen wollen. Alles im sommerlichen Flair. Was? Hey. Ich dachte, wir machen hier Urlaub. Das können wir natürlich auch machen. Ich meine, darum geht es ja schließlich. Ja? Um Chill, um Sommerfeeling, Badehosen. Zumindest mal kurze Hosen, wie Shiro sie trägt und auch ja. Mira. Hat so leichte, auch so einen sommerlichen Touch. Die Herren sind jetzt eher so ein bisschen gezwungen gekleidet, glaube ich. Ja, du sagtest doch mit. Anlass. Du sagtest ja, doch mit Anzug. Ja, genau. Genau, das waren meine Worte. Ja, das daran erinnere ich mich. Trägst du auch eine Jeans, ja? Tirim, sag mal ehrlich, du hast doch auch in der Einladung stehen gehabt mit Anzug. Ne? Ja, also vollkommen. Also, keine ich Ahnung. Eine Einladung bekommen? Ich hab keine. Ich bin voll chillig angezogen. Ja. Also ich finde ja, meine Jeanshose ist unglaublich kleidend hier so am Strand. Ne? Das, ich glaube, es gibt nichts Ekligeres als eine Jeanshose am Strand. Ja, okay. Geh mal weg von der Pelle. Ja, hier auf Summer Island haben wir natürlich auch jetzt nicht nur vor, Urlaub zu machen. Ja, es gibt eine Menge zu tun. Neben den privaten Projekten, sage ich mal, die jeder Teilnehmer halt selbst bestimmen kann, haben wir auch ein paar Gemeinschaftsprojekte. Geplant sind der Bau eines WM-Stadions, in dem wir ein Tippspiel veranstalten und ein großes Sommerfest, auf das wir auch so ein bisschen hinarbeiten wollen. Hey. Yay. Genau. Und ihr da draußen als Zuschauer werdet auch an dem Sommerfest teilnehmen können, aber mehr dazu verraten wir dann irgendwann erst später. Ja, das ist dann erstmal unser kleines Geheimnis noch, aber ihr könnt euch auf was freuen. Genau, hier sind schon alle jetzt, glaube ich, mega heiß auf den Sommer. Ja, ich glaube, es kann so langsam losgehen. Und, ich bin so heiß wie Frittenfett. Das. echt, echt lecker, Junge. schön knusprig. Also würde ich sagen, Badehosen raus, jetzt ist Summertime. Yeah. Juhu! Die sich alle freuen, Herr Mensch. Leute, das hat jetzt gerade so 4 Stunden gedauert, um das zurückkriegen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dafür sind wir dann hierhin. Jetzt darf das jeder selbst auch nochmal machen. Hat noch jemand, möchte noch jemand sowas machen oder nö, sowas Eigenes? Oder nehmt ihr jetzt alle das? Nö, wir nehmen das. Ja. Also ich hab. Ja, mein Gott. Okay, ihr Fleißies, dann würde ich sagen, gib ihm hart. Wir können loslegen, oder? Wir können echt loslegen. Oh mein Gott, ich meine, ich bin jetzt echt baff. Es geht los. Oh. Ja. Das heißt, alles. Ich kann losbauen. Okay, ja. Tschüss, Leute. Ja, okay. Und das war das letzte Mal, dass wir Rira hier gesehen haben. Keiner weiß wie, aber sie kam irgendwie auf eine andere Insel. Ja. Huch. Wow. Wie ihr mich einfach mal allein gelassen habt. Also, macht jetzt jeder was für sich, oder sagen wir jetzt Tschüss, oder? Wir können gerne alle miteinander reden. Jeder kann was für sich machen, also, oder? Ich würde mich eher sagen? In Richtung Bett begeben, aus dem Grund, weil ich einfach nur scheiße müde bin. Okay, da haben wir also den ersten Ausfall. Ja, zumindest für heute Abend, also morgen früh könnten wir da theoretisch noch was hinkriegen. Klasse, erstmal, ja, hallo, herzlich willkommen und dann tschüss, ich geh schlafen, oder was? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, das war wirklich eine spannende Folge heute. Außerdem muss ich ja noch den Trailer fertig machen. Aber nicht bis morgen, also es ist ja erst am 1. Ja und? Der 1. ist schon am Freitag, das wird knapp, du. Wie lange braucht ihr denn für diese paar Sekunden? Also ihr macht ja wirklich High Quality, oder? Meine Fresse da draußen, meine Fresse. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Also wenn, ganz ehrlich, ne? Wenn meine Mutter Thor ist, ne? Dann herzlichen Glückwunsch. Also ich hätte dich, wärst du mein Kind, ich hätte dich schon geschlagen. Ich glaube... Was? Boah, Thor, halt doch jetzt mal die Fresse, ich weiß, dass du da draußen bist. Für die Zuschauer da draußen bei Nana donnert's gerade. Ja, so. Also im echten, wirklichen Leben ist
Er schreit nicht seine liebe Mutter an. Nein. Keine nein. Sorge. Nee. Niemals. Niemals würde er das tun. Nee. Das hier ist übrigens der schöne Spawn, ne? Zeigt auch schön mal hier den Spawn, ne? Der war echt viel Mühe und. So. Summertime. Leute, ich würde mich dann einmal ganz kurz für 2-3 Minuten kurz muten. Kurz hinlegen? Nein, kurz. Die ist auch tierisch müde. Nein, muten. Und ja, dann mute ich mal. Paradies. Gemeinschaftstalk. Klein. Oh, super. So. Sie ist weg. Jo, ich sag mal gute Nacht. Und wir sind wieder allein. Ja, Nana. Dann, du bist morgen früh wieder hier, ja? Morgen früh, ja. Also so zwischen 9 und 10. Also richtig früh, okay. Oh, da geht auch schon die Sonne unter. Ja, dann mal ab. Mal gucken, ob ich morgen dann auch zu der Zeit dann da bin. Dann können wir vielleicht mal ein schönes Plätzchen suchen für dich, ja, und für mich auch fürs Stadion. Ich hätte nämlich, ich brauche nämlich echt Platz. Ja, können wir machen. Ne? Sehr gut. Dann schlaf gut. Flupp. Weg. Und weg ist er. Geht's auch gute nicht. Nacht. Geil. Potential Problem found. Ja, das hatte ich auch, ne? Also das ist auch manchmal merkwürdig. Ich glaube, du musst jetzt einfach mit X schließen. Du kannst, kannst nichts anderes machen. Also the following mods have been identified as potential causes. Unknown. Also ich habe meinen Ort schon gefunden, wo ich baue. Aber nun gut, ich sag dir mal gute Nacht, bis dann. Bis denn, wir sind jetzt Shiro einfach nur ganz plump gefolgt, Rira. Ich meine, sie nimmt gerade auf und redet mit ihren Leuten. Ja, ich kann das auch. Hallo, hier ist die Küche. Hallo, Küche. Ach so, du redest nicht mit mir, oh. Nö. Naja, was haben wir hier? Hallo, wunderschöne Küche, hier können wir schön snacken, ne? Shiro ist wunderschön. Wer schreibt denn das da hin? Das hat doch Shiro geschrieben, oder? Ankündigung. Das habe ich geschrieben mit einem Herz. Bin ich nicht süß? Hallöchen, Pöpöchen. Ja, okay. Das hast du auch geschrieben, Hallöchen, Pöpöchen? Nein, das habe ich nicht geschrieben. Na, wäre auch sehr anstößig jetzt, ne? Ich glaube nach 10, aber das ist anstößig. Ich doch nicht. Nein. Shiro ist wunderschön. Das hat bestimmt Nana geschrieben. Wir fangen ja jetzt an, ne? So zu sagen. Und, sicher, wir sind mittendrin. Ich würde mal sagen, ne? Game Mode 1, wa? Nee, verkehrt. Nicht, Ja, direkt mal den Creative Mode anmachen. Oh ja, herzlich willkommen. Was? Die Figur wollte ich haben. Auf jeden Fall ist es echt wunderschön geworden. Oh, man da muss ich. Ja? Ja? Was? Ja, erzähl ruhig. Ich wollte nur, du wolltest gerade hier was. Ja, hast du toll gemacht. Ganz danke. Super. Danke. Aber ich wollte gerade auf die Insel darüber. Schon was kaufen? Hast du schon XP? Nein. Dann muss ich als Admin ja doch mal nachfragen. Wie kommst du jetzt an so schnell an so viel XP? Ja, da kommt meine Erfahrung. Genau, die Erfahrung halt, ne? Klar, die ist halt da. Ja, mitgebracht von einer anderen Welt. Na klar. Nicht hier schlecht. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Insel. Oh, ich wollte gerade sagen, hier fehlt schon was. Aber nein. Hier fehlt schon was. Jetzt hört mir aber auf. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Hi, Shiro. Ach ja. Und vielleicht sollte man auch dazu erwähnen, dass Tirim und ich, wir mimen hier die Admins. Also wenn irgendwas ist oder so, dann müssen wir da einschreiten. Vielleicht. Hast du gerade Dings geändert? Was? Den Spielmodus. Ich konnte was ändern. Ich konnte gerade was essen. Oh, ja. Stimmt. Ja, ja. Richtig, ja. Richtig. Die Monster sind an. Okay, oh, dann es wird gruselig. Ja, wir sollten uns ausrüsten und vielleicht auch mal ein paar Items und Gegenstände und sowas. Ja, könnte man. Ne? Könnte man. Auf jeden Fall. Muss man nicht. Kann man. Hier bin ich jetzt übrigens auch gerade hier bei den Ständen. Hier kann man für XP kann man Sachen kaufen. Na? Habe ich gerade meinen Leuten erzählt. Ja, das haben wir mitbekommen. Ich hätte natürlich mitkommen können, aber jetzt mache ich das natürlich ganz alleine. Mal kurz zeigen, was es hier so gibt. Hier noch so ein bisschen. Ja, ich habe auch schon alles angeguckt. Ich habe nur nichts erzählt dazu. Das kannst du ja jetzt machen. Man kann es ja sehen und lesen. Ja, eben. Sollen sich auch ein bisschen anstrengen, Leute. So. Na, überanstrengen jetzt nicht, aber das sieht man ja. Ansonsten einfach bei Shiro nachschauen, die gibt sich richtig Mühe. Oh scheiße, ich kann jetzt ja nicht mehr sprinten, ne? Aber wir haben hier hinten in der Gemeinschaftsküche gibt's ja Essen, also da können wir ja erstmal. Oh, ich habe sogar schon ein bisschen Hunger. Ja, hier im Kühlschrank ist genug. Das finde ich auch ganz lustig, wenn Rira
Tatsache, dass wir vorhin ein bisschen hinterhergelaufen. Weil ich das nicht erzählt und ich war halt gemutet vor euch. Oh Mann. Essen. Oh, ich werde beobachtet. Gestalkt. Ich habe aufgepasst, dass du dir nicht zu viel nimmst. Zu viel? Wir haben doch ohne Ende. Wie viel ist da eigentlich drin? Das kannst du sehen, wenn du draufklickst hier. Mit der rechten Maustaste könntest du theoretisch auch eine ganze Menge rausnehmen. Ah. Ja. Und auch wieder nachfüllen. Nur wenn du möchtest. Ich überlasse das sonst dir. Das schaffst du. Ja, das ist wie gesagt schon eine Gemeinschaftsküche. Also wir können da alle Überschüsse loswerden. Einfach Überschüsse loswerden. Man muss ja auch Verantwortung abgeben können, ne? Richtig. Einfach mal Arbeit wegdelegieren können. Ja. Ich habe was an die Tafel geschrieben. Gehört jetzt zum guten Ton. Oh, hier hören wir jetzt überall diese Slimes. Die Viecher sind übrigens mega eklig, ne? Weil die killen auch alle friedlichen Mobs. Sind hier irgendwie drunter? Was hast du denn? Ja. So. Oh mein Gott, es greift mich an. So. Oh, das sieht man aber gar nicht so. Du bist schon Stone Erfolg. Age. Oh! Ich hab meinen ersten Slime! Das ist ja einfach, hier in Slime zu kommen. Gibt's ja gar nicht. Ich meine, hinten im Shop bezahlt man einen Haufen Geld dafür, ne? Und am Spawn haben wir auch wieder so einen Schleim. Ich werde Schleimhunter. Wie teuer sind die denn? Die Slimes? Ja. Geil, das hat sich auf meinen Kopf gesetzt, das Teil. Wie witzig ist das denn? Ich weiß nicht, Slime hinten, diese. Die XP. Ich hab's vergessen. Wie viel kosten diese Schleimblöcke? Weiß es nicht. Tieren, du weißt es doch. Ach, keine Ahnung. Ich hab dir das doch eben erzählt, du musst es doch wissen. So, ich hol jetzt einfach mal. Hier ist übrigens gruselig. Wenn du hier jetzt dein Grundstück suchst in der Nacht und bei Regen. Chiro. Es regnet. Ja, ich bin aber gar nicht zu Hause. Also, ich wollte nur einmal sagen, für alle, die es nicht wissen, kenne ich damit nicht aus, also mit Minecraft. Muss ich ja noch einmal erwähnen, nicht, dass du denkst, hier einfach... Also Leute, ich kann es euch jetzt einmal live demonstrieren. Achso, du gehst jetzt auch und machst den Regen aus? Ja. Genau. Wir können nämlich Regen aufhalten. Da oben ist eine schöne Wetterrune und wenn man da hoch eilt, wie es jetzt Chiro gerade tut, die ich überhaupt nicht sehe... Ach, da bist du erst. Ach Gott, wo kamst du denn jetzt her? Aus der Farm. Ach, du warst schon Farm. Ja, dann... Das ist ein ganz schöner... Nein! Ich bin runtergefallen. Das ist für Kletterpros. Ach ja, da. Ja. Und schönes Wetter! Yay! Es ist ja schließlich ein Sommerprojekt und... wenn wir den Regen einfach gewähren lassen würden, dann wäre das hier einfach ein Regenprojekt. Und Rainy Time ja ist nicht so spannend, schön. Ne? Genau. Das stimmt. Rira, pass auch auf Monster, ne? So. Hast du schon ein Schwert? Oh, der macht mir Schaden! Mist. Was? Oh, die Slimes danke. Sehen also nicht nur schön aus. Gerne. Wow, Alter. Ich hab schon 5 Slimes. Wow. Ups. Für gewöhnlich ist das Zeug ja echt schwer zu organisieren, ne? Okay, Farmbild. Hm. Ist auf jeden Fall dunkel. Ja, aber es wird eigentlich bald Tag. Ja. Bösewicht. Da. Seid ihr denn eigentlich alle? Wer ist gerade in der Farmwelt? Ja, ich gehe jetzt auch in die Farmwelt. Wo bist du denn? Magst du mitkommen? Ich bin Nummer 1. Ah, du bist Nummer 1? Ja, komm ich auch mal Nummer 1. Kann man sich ja gegenseitig Nummer 2 ein bisschen. Ja, das brauchst du nicht. Das passt schon. Oh, ist auch schon schwer. Okay. Genau, hier können wir jetzt loslegen und wegfahren, was noch geht. Ah, die Gute. Ja. Hat mir natürlich kein Schwert gegeben, aber ja, doch, eigentlich ist sie ziemlich nett, eigentlich. Ja, klar. Manchmal. Zu mir. Ja. Hallo, wir kommen aus derselben Gegend, Mann. Ich unterstütze. Das haben wir auch festgestellt. Ich und Rira. Ich bin aus der gleichen Gegend. Ja, das verbindet natürlich. Wir kommen jetzt alle, wir wohnen jetzt alle auf derselben Insel, also. Noch besser. Das ist noch viel enger.
Naja, wir wohnen ja noch nicht. Wir haben noch. Also, ich habe mein Örtchen schon gefunden. Ich weiß eigentlich auch ungefähr schon, wo ich bauen möchte. Aber erstmal muss ich ein paar Rohstoffe sammeln. Denk mal dran, schön ein bisschen markieren, ne? Dass wir alle Bescheid wissen. Genau deswegen will ich ja erstmal Rohstoffe sammeln. Ja, du lässt die Elf liegen, ne? Sammle alles ein. Oh Gott, hier echt den Weg wieder zurückfinden, ne? Das ist, wir müssen hier uns radial alles wegbauen. Ich pack hier auch einfach mal so eine Werkbank hin. Können wir benutzen, ein paar Werkzeuge mitmachen. Ja, wäre auch ganz praktisch. Ne? Und das Tolle ist, in diesem Modpack, da sehen die Truhen auch dementsprechend aus, je nachdem, welches Holz man benutzt. Das ist echt schick. So, ich habe hier ein paar Stickies reingepackt. Gemeinschaftsstickies. Darf ich gern bedienen. Oh, danke schön. Ich nehme gleich alle mit. Ja, ich hab schon aufgeteilt. Also die Hälfte. So, machen wir jetzt auch mal so. Werkbank. Zack. Was? Holzbretter brauche ich. Ich brauche Holzbretter. Leute. Ich mein, das hier ist jetzt zwar Jungle Wood. Ich weiß nicht, ob das so schön ist, aber was brauchst du jetzt? Ich dachte, ihr habt Kamelia gerade allein gelassen, aber ich brauche Holzbretter. Wo sind die? Hier ist so viel, was man baut. Holzbretter machst du einfach mit dem Holz, was du da gerade abgeschlagen hast. Das packst du einfach rein, daraus wird dann ein Bretter. Also du hast uns keinen vorgeführt, du spielst das wirklich zum ersten Mal, oder? Nee, jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon mal angespielt. Aber, nee. Wow, ich kann genau sehen. Ach, wie cool. Man sieht, wenn man rausgeht, sieht man... Was denn? Auf der Werkbank sieht man, wie du es da drin reingepackt hast. Und es bewegt sich, wenn du es umänderst. Hier, guck mal. Wenn ich jetzt das hier so ändere. Siehst du das? Ach, wie cool. Ja. Wie haben wir das denn? Meinst. Wie gut sieht das denn aus? Ja, das ist das. Das hat man selber einfach noch nie bemerkt, weil, ja. Nee, das ist hier auch wahrscheinlich durch einen Mod. Also das ist nicht normal. Ist nicht normal. Ach so, okay, ich dachte, es wäre vielleicht normal. Nee. So, ich habe jetzt für jeden ein Geschenk. Oh, wie süß. Du hast mir doch schon was geschenkt. Nein, ich habe jetzt für jeden ein wichtiges. Jetzt gibt's Steinschwerter. Nein. Wie, keine Steinschwerter? Nein. Schon Eisen? Nein. Oh, Dia, sie hat Dia-Schwerter gebaut. Gott, Jura, hab ich dich gern. Das ist super. Du seid in Farbwelt 1, richtig? Ich? Ja. Okay, Farbwelt 1. Wo ist denn... Wo ist denn Tirim? Ich bin auf meiner Insel und baue da schon. Ah, okay. Okay, das ist einmal dich, Jura. Oh, danke. So. Wir haben hier wirklich eigentlich... Oh, ein Bett. Ein Bettchen. Da will jemand schlafen gehen. Wo ist Tirim? Was ist das für eine Andeutung? Tirim, wo ist denn dein Plätzchen? Das ist übrigens ziemlich schlau. Wo hast du denn... Jetzt nach Osten gehen. Da lang. Ja, genau. Ich hoffe, du hast dafür keine Schafe geschlachtet. Nein, natürlich nicht. Du hast sie zärtlich mit einer Schere gekitzelt. Gibt's denn eigentlich Wooden Shears? Ups, Tastatur, wo haben wir? Ja. Shear, hier haben wir normale Shears. Nee, die sind mit Iron. Da bist du. Okay. Hallo. Ja. Ich muss noch dazu erwähnen, ich komme kaum an meine Tastatur ran. Ich habe die so komisch liegen hinter Mikrofon. Das muss ich jetzt mal deutlich sagen, weil ich habe mich gerade ziemlich trottelig angestellt beim Eintippen. Wie wieder Nacht. Oh, cool. Vielen Dank. Nee, ich hatte gerade Glück, dass da ganz, ganz viele Schafe waren. Ja, vielen Dank. Du lässt immer ganz viel Holz liegen, Vera. Ach so, oh. Das mache ich extra. Für dich. Für mich? Ja, ich nehme das auch. Ich nehme alles gerne. Ja? Also kein Problem. Ich stelle das mal ganz kurz hin. Damit. Ich mach's gleich wieder weg. So, als nächstes gibt's mal ein bisschen Stein. Das Holz ist gut. Kriegst ein Stückchen Schaf. Oh cool, danke.
Wie sieht's aus, Rira? Wollen wir noch mal ein bisschen über unsere Insel streunen und mal gucken, wo wir für dich ein Häuschen finden? Ja, oder wo wir für dich einen Platz finden fürs Häuschen? Ja. Und du brauchst doch auch eins, oder willst du? Ja, ich will aber eher so ein bisschen Stadion bauen. Also da kommt ja das so ein bisschen Großbauprojekt und dann werde ich mich direkt da ein bisschen orientieren. Und ja, später vielleicht dann irgendwann noch mal so ein Häuschen. Aber erstmal mache ich Stadion und im Stadion werde ich mich dann einlisten. Ich glaube, sowas wie ein Stadion ist ja, glaube ich, sehr sinnvoll, relativ mittig zu bauen, oder? Denke ich auch, ja. Also von daher, wir suchen für dich was und dann gehe ich von da aus einfach ein bisschen inselmittig. Okay. So, oh ja, hier die kleinen Viecher. Gott, wie ich sie hasse, ne? Hau den mal. Die sind voll süß. Ja, hau den mal, mit einer blanken Hand, ohne Waffe. Warum? Hau mal, einfach mal. Mach es nicht. So, und jetzt lass ihn einfach in Frieden. Oh, ich habe jetzt einen Freund gefunden. Ja, das ist ja schon lange. Das kannst du mit ganz vielen von den Viechern machen, wirklich. Die folgen dir alle, ne? Ja, und ich denke, etwas noch weiter runter, weiter nördlich oder so, sollte ein guter Platz für dich sein, ne? Ja, also das ist gerade sein Platz. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist hier meine Insel hier. Ach, dahinter nördlich bist du schon, ja? Also diese Insel hier, was hier so ist. Der greift mich an. Meine das ist Insel. Ein Fallschaden. Es gibt hier richtig Essen. Uiuiui. Ui.